Da brat mir doch einer einen Storch. Kriege ich da etwa Besuch von Luzi? Ja, das ist er. Hallo Luzi, schön dich zu sehen. Was machst du denn hier oben in dieser Gegend? Selten, dass hier sich einer hin verirrt. Ich habe mich nicht verirrt, sondern bin tatsächlich wegen dir hier. Ich soll dich nämlich einladen zu der Geburtstagsfeier vom Gepardenbären nächste Woche. Für mich war das kein Umweg, denn ich bin zeitgleich auf dem Weg nach Duisburg zum Rhein. Dort möchte ich meinen Bruder Jack besuchen, um von da aus meine zweite Weltreise zu starten. Ah, wie interessant. Zum Geburtstag komme ich gerne. Sag mal, hast du abgenommen, Glücksschweinchen? Ui, 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 ui. Ja, tatsächlich. Das liegt daran, dass ich Angst habe zu fressen, seit ich gehört habe, dass es giftiges Obst geben soll. Das stimmt zwar, aber wenn du weiterhin nur das frisst, was du kennst, brauchst du doch keine Angst haben, dich zu vergiften. Du frisst da ja auch nicht tonnenweise, oder? Stimmt. Da hätte ich auch selbst drauf kommen können. Was ist eigentlich so das giftigste Obst der Welt? Weißt du das zufällig? Natürlich weiß ich das. Man könnte ja annehmen, dass die giftigste Frucht der Welt der Strandapfel oder die Cerberus-Seemango ist. Die sind zwar auch giftig, aber weder die eine noch die andere Frucht ist die giftigste Frucht der Welt. Die giftigste Frucht der Welt ist die schwarze Tollkirsche. Diese Frucht wird auch ganz gerne Waldnachtschatten genannt. Sie ist zwar keine richtige Kirsche, aber sie sieht den echten Kirschen von der Form sehr ähnlich, daher auch der Name. Wenn man die ganze Sache botanisch angeht, so nennt sich der Originalname Atropa, benannt nach der griechischen Göttin Atropos, welche eine der Schicksalsgöttinnen ist und den Lebensfaden durchschneidet. Das passt auch ganz gut, denn diese Frucht ist nicht nur giftig, sondern auch tödlich. Im magischen Bereich gilt die schwarze Tollkirsche als die älteste aller Zauberpflanzen, denn richtig angewandt kann die Frucht nicht nur schaden, sondern auch heilen. Die schwarze Tollkirsche ist in vielen Kontinenten der Welt beheimatet und oft zu finden. Vergiftungserscheinungen sind Muskellähmung, Organversagen, innere Vertrocknung und Halluzinationen. Richtig verwendet kann die Frucht aber auch krampflösend wirken. Doch egal, wie man es anwendet, ab der Einnahme von nur 3 Milligramm kann der Tod eintreten, wenn man sich nach einer Stunde immer noch nicht in ärztliche Obhut begeben hat, um sich entgiften zu lassen. Der Saft der Tollkirsche nennt sich Atropin und wird heutzutage in der Medizin verwendet, zum Beispiel zur Behandlung der Krankheit Parkinson. Diese Frucht ist also Segen und Fluch in einem, je nach Anwendung. Nichtsdestotrotz ist die schwarze Tollkirsche das giftigste Obst der Welt, also lieber die Finger von lassen. Das war ja sagenhaft und das hätte ich auch nie gedacht. Gut zu wissen. Vielen Dank, Luzi.
Gerne, liebes Glücksschwein. Weißt du denn auch, was die größte Blume der Welt ist? Was? Noch eine Frage? Na gut, die Frage kann ich dir natürlich auch beantworten.